Ich habe ab heute Urlaub und hatte heute Morgen einen Termin bei meiner Bank und habe dann auf dem Rückweg einen Abstecher bei Action gemacht. Ich war bei zwei verschiedenen und habe tatsächlich ein bisschen was gekriegt, das ich euch jetzt ganz kurz im Schnelldurchlauf zeigen wollte. Ich bearbeite das Video dann auch nicht, schneide es nicht, sondern ich lade es direkt vom Handy aus hoch. Ja, ich fange mal hier an. Ich habe auch diese vorgestanzten Umschläge bekommen. Die kosten 1,97. Hier auf der Rückseite sieht man, was man da alles machen kann. Ich gehe das jetzt nicht im Einzelnen durch, weil man es nämlich auch nicht so genau sehen kann, wie es denn gestanzt ist. Aber vielleicht nehme ich euch mit, wenn ich die Dinger zusammenbaue. Dann könnt ihr es euch da nochmal genauer angucken. Da gibt es auch noch eine Variante mit Boxen. Die waren jetzt für mich aber eher nichts. Die habe ich dann da gelassen. Dann habe ich mir hier diese kleinen Disney-Blöcke mitgenommen. Die sind halt alle in Weiß-Gold mit diesem Foliendruck. 15x15 und die kosten 94 Cent. Ich habe hier fünf Varianten. Ich glaube, es gibt auch nur fünf. Zumindest habe ich auch in anderen Hauls nicht mehr gesehen. Die kann ich nur leider für meinen Shop nicht verwenden, wegen dem Branding. Da kann ich höchstens das Papier nehmen ohne die Disney-Motive. Aber man macht ja auch mal noch was Privates. Ich tausche hier auch hin und wieder gebastelte Sachen. Da kann man sie dann verwenden. Oder tauschen oder wie auch immer. Ja, das war das. Dann habe ich mir mitgenommen von diesen Umschlägen, Kartenumschlagset, wo die Karten hier so eine Bordüre haben. Also die haben hier so eine Prägung schon. Was heißt Prägung? Ausstanzung. Das sind acht Umschläge, acht Karten, A6. Die sind im Grunde wie die ganz normalen Kartensets, die es bei Action gibt. Auch nur, dass sie halt diesen Bordürenrand haben. Da kostet ein Päckchen 66 Cent. Ich habe mir jetzt ein beiges, ein weißes, ein braunes in A6 mitgenommen und ein beiges Set in 15x15. Und ja, das 15x15 kostet auch 66 Cent. Dann habe ich mir zweimal hier diese Buchstabensticker mitgenommen in diesem Scrabble-Teile-Look. Die gibt es auch noch mit anderen Hintergründen. Und die haben gekostet. Sorry. 68 Cent. 112 Stück. Dann gab es diese Wasserfarbkarten. Also, wenn man da jetzt mit Wasserfarbe drüber malt, dann tauchen da halt noch weitere Motive auf. 10x10. 10 Stück. Kosten 92 Cent. Da gibt es auch noch mehrere Varianten. Ich habe jetzt nur die mitgenommen, weil mir die am besten gefallen haben. Und weil ich keine Wasserfarbe habe, habe ich mir dann noch aus der Kinderabteilung hier dieses Ding mitgenommen. Kostet 99 Cent. Das war Action Nummer 1. Ansonsten habe ich mir dort wie immer hier mein Snickers und KitKat und Twix mitgenommen. 95 Cent im Dreierpack. Und dann
war ich, wie gesagt, auf einem zweiten Action. Dort habe ich neue Blöcke gefunden. Die habe ich jetzt auch noch nicht in anderen Halls gesehen. Kosten 1,39 Euro. Sind 32 Blatt. Auch wieder so teilbeglittert. 4x8 Essenz. 6 Varianten gibt's. Ich habe sie alle 6 mitgenommen. Gehe jetzt nochmal ganz schnell durch, weil wie gesagt, ich lade das jetzt unbearbeitet vom Handy hoch. Den fand ich super schön, diese Farbkombi in diesem rosa, weiß, grau, schwarz, gold. Finde ich super. Auch diese schlichten Motive gefallen mir gut. Dann gab es dasselbe nochmal in grün. Kann man so sagen, also so mintgrün, gold, schwarz, weiß. Auch schick. Dann muss es natürlich auch noch ein bisschen was Blumiges sein. Auch wieder schön Vintage irgendwie, so ein bisschen Vintage angehaucht. Kann man bestimmt auch für shabby Sachen nehmen. Und das ist dann der letzte. Auch noch sehr blumig. Und das letzte, was ich dort gekauft habe, ist hier diese Haustierfutter, also Platzdeckchen für Lilly, weil die beim Fressen so viel Krümel daneben schmeißt, brauchte ich mal irgendwas. Das hat da so, so einzelne Schlaufen, das ist ein bisschen was härter. Mal gucken, ob das was taugt oder ob sich da die Krümel in diesen Schlaufen dauernd verfangen. War jetzt die Woche im Angebot oder ist noch im Angebot bis Mittwoch. Kostet 1,39 Euro. Und dann habe ich mir da noch ein Päckchen Batterien mitgenommen für 1,79 Euro. Das waren meine Action-Einkäufe. Und ich würde sagen, danke fürs Zuschauen, habt noch einen schönen Tag, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!